Tasche. Sie wollten mich sehen, Sir? Wozu? Oh, ich glaube, jetzt kommt die Szene, Daniel, die wir kennen. Mhm. Jetzt hören wir die Stimme. Du bist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die der Kaiser ist tot. Lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stiel ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle ihres Glaubens? Hoffnung. Hm. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. Eine, die ich mit meiner Tochter teile. Das ist der Vater von dem, der Daniel. Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand, Rebellion, ja! Dies sind Konzepte, die keinesfalls ja weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen tilgen werden. Ja, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine war echt Operation Asche, die mussten das echt übersetzen. Oh Gott. Für unseren Erfolg. Was ist das? Boah. Im Englischen ist das Operation Cinder. Die Information kann warten. Das muss man doch nicht übersetzen. Das hier ist dein nächster Auftrag, Ace. Ich meine, selbst wenn du nicht weißt, was die Operation heißt, du kannst sie trotzdem ausführen. Ach. Los, Commander. Was du am besten kannst. Aber Daniel, wenn du erstmal rausfindest, was Operation Asche ist, ey. Du weißt natürlich schon alles über die Story, ne? Nein, aber da gab es einen Comic, der hieß Der zerbrochene Imperium. Da wurde das erste Mal schon Operation Asche angesprochen, was das ist. Und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko? Ich weiß, was das ist, aber ich sag's dir nicht, keine Angst. Mal schauen. Oh, Fondor, cool. Commander, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Achtung, Achtung! Oh. Können die mal aufhören, Asche zu sagen? Seriously. That sounds stupid. Ein Rebellenschiff. Was ist der Plan, Commander? Oh. Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. Was? Willst du mich provozieren, oder? Ey, komm, das muss doch zugeben, das sound, das hört sich doch dämlich an, ey. Geh auf Position. Ja. Oh, wir fliegen sogar einen speziellen TIE Fighter, Daniel, der hat so rote Markierungen. Ja. Agent Miko, greifen Sie die. Weißt du, wie die TIE Fighter unter den Imperialen genannt werden? Suizidkapseln. Ja, weil die wissen, die Dinger haben keine Schilde und sonst irgendwas. Das ist Selbstmordkommando, in so ein Ding reinzusteigen. Ah, verdammt. Bist du tot? Ja. Ja, hab ich mir gedacht, bist irgendwo reingeflogen, oder? Ja, in dem Kreuzer. Ja, das kann passieren. Der ist gerade. Ja, Sir. Oh, Checkpoint. Jetzt stirbst du immer wieder, Daniel. Ja, der ist gerade kaputt gegangen. Als ich gestorben bin. Dann bin ich hier reingefahren. Dann rückt man da direkt einen Checkpoint dann. Ach Gott, ich ramm diese Scheiß. Ich bin auch tot. Ja, ey, ich will diese scheiß Korvette da ausschalten. Ich ramm das Ding die ganze Zeit, Daniel. Wir sind richtig scheiße. Ja, da in die bin ich auch reingeflogen. Ja, ey, das ist aber unnötig. Wir sollten hier nicht sterben. Die schießt ja nicht mal zurück, ey. Er versucht auszuweichen. Man könnte aber die Schnauze mit Asche halten. Ich stopfe euch gleich die Asche ins Maul, ey. Ah, Mann. Und er ist schon wieder tot. Ich hab überhaupt nicht getroffen, ey.
Das ist ein ziemlich schwieriges Ziel dann. Das ist fast wie so eine Stecknadel. Ja, das haben wir ja schon erlegt. Wir müssen so Mini-Typen erlegen. Achso, okay. Da ist ja irgendwie durch so einen Hangar durchgeflogen und ich habe da irgendwie so ein ganz kleines bisschen die Decke getroffen. Fliegen ist geil, da. Oh Gott. Ich bin weg. Hab ich gar nicht gesehen, wie der Arme ist. Er versucht auszuweichen. Zerstören Sie ihn, bevor er an Bord kommt. So, jetzt muss ich nicht da durchfliegen. Ha, ha, ha. Sucht noch immer zwei Station ab. Halten Sie sie auf, bevor Sie auf mein Schiff kommen. Ja, jetzt mich Transporter ausschalten. Wir sind doch schon wieder Y-Wings, ey, leckt mich doch. Ja, wenn du die Feuer ausschaltest, musst du denen nicht hinterher fliegen. Hab ich ja gemacht. Du bist ein guter Junge da. Du bist wie Luke Skywalker. Ein Massenmörder. What? Der ist ein Massenmörder. Ich verlange die Entfernung der Schiffe. Weißt du, wie viele Leute da auf dem Todesstern drauf waren? Das waren Millionen, Daniel. Ja, okay. Ja, das wird nie bedacht, weißt du, weil das sind die Bösen. Ist okay, so viele wie möglich von denen abzuschlachten. Bist dann kein Mörder, bist dann Held. Das wird immer. Das neue Canon, das macht das eigentlich ziemlich gut, ey. Das zeigt ein bisschen eine menschliche Seite vom Imperium, dass das nicht nur gesichtslose Typen sind. Wo sind die ganzen Gegner? Ja. Das sind die Roten, Daniel, pass auf. Wenn du die ganze Zeit abgeballert hast, aber nicht vorhin. Also. Ich sag das ruhig. Lieber nix. Ich werde auch die. Das sind immer noch Rebellenschiffe. Ich noch dann benutzt benutz deine Heilfähigkeit, Daniel. Das waren alle. Die Sonne muss die Welt. Das waren alle, da hinten ist doch noch einer. Diese Ionenkanonen ausschalten. Ja, Commander. Dann dezimieren wir die Rebellen. Bei allem Respekt, Sir. Soweit Ihre Systeme online sind, sollten Sie mit den Satelliten abziehen. Das Spiel, scheiße. Ich schieße einfach alles hier ab. Okay, auch die Verbündeten. Oh Gott, oh Gott. Oh. Zu Agent Husk gestoßen, Rosa. Ja, ich muss den gerade beschützen, ey. Ich fliege hier gerade durch den scheiß Tunnel, Ding, ey. Das musst du auch im Multiplayer. Das hier zum Beispiel ist eine Multiplayer-Map, Daniel. Okay. Die ist absolut identisch zum Multiplayer. Wo ist denn der Typ jetzt schon wieder hin, ey? Cool. Musst du hier durchfliegen, ehrlich? Ja. Das musst du im Multiplayer auch, wenn er als Rebell spielt. Dann musst du da durchfliegen und so Ziele angreifen. Alles klar, Agent Husk. Danke für die Hilfe, Commander. Geil. Ja, frisst das! Ja! Der Hangar ist frei. Ja, das ist awesome. Oh, scheiß auf eure Familien. Was machst du da gerade? Ich bin der Vegas. Ja, Commander. Das wirst du schon sehen, Daniel. Ja, ich baller immer weiter. Ja, genau. Daniel, einer der Star Wars YouTuber hat wieder heute einen Livestream gemacht und ich habe mal einfach mal daran teilgenommen, weißt du? Okay. Ich habe dann reingeschrieben, Hello there, und der hat meinen Namen gesagt. Der hat gesagt, Hello Darth Vegas. Okay. Das war voll der Erektionsmoment für mich, ey. Oh, eine neue Waffe. Das ist die Waffe, die auch im PvP hat. Okay, ich bin aus dem Ding raus. Ich hab die alle im Hangar abgeknallt, Daniel. Das ist meine Granate. Ah. Ich kann mir doch nicht irgendwelche anderen Fähigkeiten jetzt geben. Jetzt hast du so eine Schockfähigkeit, die ist cool. Boah, Daniel, ey. Drück mal, ey, du hast ja jetzt so eine Waffe. Drück mal die Taste, wo du mit zielst, ey. Okay. Da schießt die so einen blauen Kanonending ab, ne? Also bei mir jedenfalls. Ich weiß ja nicht, ob er die Waffe. Ja. Die Waffe hat die auch im Multiplayer. Die ist, das ist eine Erschütterungskanone. Die ist ziemlich gut gegen
Das ist eigentlich ein ziemlich großes Problem. Helden, die nur Schusswaffen benutzen, sind ziemlich im Nachteil gegenüber Lichtschwertträgern. Und die Waffe ist voll überpowered, ey. Die hat noch nicht nur dieses Schnellfeuer, sondern auch, ey, die ist ja richtig geil, Daniel. Ja. Aber die hat keinen wirklichen Zoom, weil wenn du zoomst mit der Waffe, dann schießt die halt das Kanonending da ab. Ich verarschen, der steht da vor der Tür und wartet, bis ich die aufmache. Oh, ich bin fast tot, ey, scheiße. Boom, boom. Oh, neue Fähigkeit freigeschaltet. Nahkämpfer, wenn du einen Gegner im Nahkampf besiegst, werden deine Fähigkeiten erneuert und du hältst eine geringe Gesundheitsmenge. Na, okay. Ich am Anfang gebrauchen können. Wo ist das? Wo dieser blaue Schild da ist, ist so eine Kiste. Du musst was für mich hacken. Ja. Ich bin bei der Waffenburg. Verstanden. Bin unterwegs, Sweet. Was haben wir denn für Sternkarten? Oder irgendwie sowas. Fuck! Boah, ich hasse dieses Geschütz. Ja, ich bin gestorben. So, Thermaldetonator. Ja, wenn deine Fähigkeit erneuert und du willst eine geringe Menge Gesundheit haben. Baut für meine mittlere Schild. Ja, damit. Was ist das? Ah, mit der Schockkette kannst du Geschütz ausschalten. Oh Gott. Geschütz hat mich beinahe getötet. Ja, mit dieser, die hast du ja wahrscheinlich weggemacht. Mit der Schockfähigkeit kannst du Geschütze ausschalten. Die Tür einfach so, ey. Ja, diesmal kriege ich hier aber richtig heftig Fresse. Jetzt habe ich wieder die Scan-Fähigkeit. Wo sind die denn überall? Okay, die Scan-Fähigkeit, die ist echt praktisch. Ich habe richtig gute Kombi herausgefunden. Ja, was denn? Diese Fähigkeit, womit du ein Schild um dich machen kannst und Nahkampfangriffe. Also, ja, cool. Nimm keinen Schaden und hau die dabei kaputt. Oh. Deine Lieblingssachen. Was ist das hier? Der Schild, der geht irgendwie gar nicht kaputt. Was hab ich? Pff. Okay, hier hat man anscheinend nicht die Fähigkeit zu klettern in dem Spiel. Blastergeschütz. Was der macht man da? Droide, steck dein Ding da rein. Steck doch dein Ding da rein. Da rein. Zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen ab. Jetzt drauf. Oh, jetzt habe ich ihn geschützt, Daniel. Ja. Wieso kann ich mein Schild nicht aktivieren? Ich brauch den Druiden dafür. Hm. Ja, du brauchst den Druiden dafür. Da bin ich gerade geschützt. Ey. Okay, das könnte jetzt schwierig werden hier, ey.
Asche.